Augen auf und hören zu. Hier sind wieder Brainless Play. Ich bin hier mit Ferner Verley. Und ich mit Saffron. Und wir spielen wieder Jade Empire. Genau. Wir haben uns das letzte Mal wacker gegen die Kannibalen geschlagen und sind jetzt im Tempel. Und wollen das Ritual der Jahreszeiten durchführen, um den Schatten des Waldes zu rufen, genau, zu beschwören. Ja. Okay, aber wir müssen. Ups. Wir müssen irgendwas mit der Sommersglut und der Winterskälte anfangen. Also blau und rot. Bing. Oh. Ah, das war einfacher als erwartet. Ja. Das war jetzt ein. Wie die Kette scheint festzusitzen. Also wir können sie erst bewegen, wenn. Oder? Nein. Nee. Da muss es noch irgendeinen anderen Ofen geben. Ich habe den anderen Ofen schon bewegt. Nein, noch einen vierten. Es muss noch einen vierten Ofen geben. Hm. Vielleicht weiter oben? Sicher, dass es vier Ofen geben muss? Na, da sieht war für mich nämlich mehr. Nicht so aus. Und das okay. Ist jetzt schon ziemlich... Ne, da war nichts mehr. Hm. Okay, vielleicht doch nicht. Hm. Wenn du nochmal an dem drehen versuchst, an dem unteren, oder? Der war nicht mehr, ne? Raus. Ja. Aber da änderst du wahrscheinlich bloß die Farbe. Achso, okay. Den nochmal rückgängig. Was, kann ich hier den, wieder ziehen? Nee, den kann ich nicht rückgängig machen. Das kann ich hier ziehen. Nee. Okay, nein, wir müssen, glaube ich, noch einen vierten Ofen finden. Ne? Warum darf ich die Kette nicht bewegen? Habe ich irgendwas verpasst? Da unten ist noch ein Drachenkopf, da ist noch ein Ofen. Ah, sehr schön. Wir sehen. Warum passiert das? Egal. Okay, vierter Ofen aktivieren. Ja. Den gut. Edelstein rein. Und jetzt wieder die Farben an. Ja. Und jetzt wieder die Farben an. Gut. Blau für die eisige Kälte des Winters. Und rot für die Flamme der Hitze des... Alter, das ist so abgedroschen. Psst. Das ist asiatisch. Das muss so sein. Das ist asiatisch. Das muss abgedroschen sein. Ha, ha. Und? Und da ist das Ding wieder. Mann, bist du hässlich. Schauen wir mal, ob wir es jetzt... Und Sockel. Wir haben auch schon alle Brunnen geläutet. Ah. Jetzt die Linse. Wenn es doch wieder weiß. Natürlich. Das macht natürlich und? Kaum Sinn, aber... Da... Ui. Ein Portal. Viel Erfahrung. Ja. Mehr Erfahrung, als wir in den letzten drei Episoden gekriegt haben. Das haben wir schon gelesen. Ja. Himmel. Himmel? Finde ich gut. Ich will nicht in den Himmel. Hey, hey, die ist nackt. Lady. Ey, komm, aber was hat die an? Das verdeckt gar nicht. Wow, wir sind im Himmel. Sieht das auch so aus in Dragon Ball? Wir machen Urnen. Das wir erste, was wir machen, ist natürlich plündern. 210 Gold. Das ist nochmal so ein Prozent, okay, von dem, was wir sagen. Wisst ihr überhaupt, wie viel Ärger ihr mir macht? Wegen eures letzten Kampfes bin ich bis mindestens nächste Woche mit Schreibkram eingedeckt. Wieso? Weil wir ein paar Kannibalen umgebracht haben. Lange Zeit sah es so aus, als wäret ihr eine von den Braven. Dann passierte diese Sache mit dem Banditenangriff und seither habe ich keine ruhige Minute mehr. Wer bist du denn? Keine Ahnung, der asiatische Petrus? Nee. Ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich spreche, was? Ich bin Sinbu, der magische Abakus. Ich wurde beauftragt, den Schaden, den ihr anrichtet, zu erfassen, zu berechnen und aufzulisten. Okay. Welchen okay. Schaden machen keine wir? Eine leichte Aufgabe, sollte ich hinzufügen, besonders seit ihr euch auf diese wilde Suche nach eurem Meister eingelassen habt. Ja. Wozu soll das gut sein? Unsere Berechnungen halten das Universum im Gleichgewicht. Ohne uns wäre alles Chaos, Anarchie, völliger Zusammenbruch. Ah, okay. Das sind also die Leute, die Mathematik tatsächlich brauchen. Seht euch doch bloß mal euren Kameraden an, den schwarzen Wirbelwind. Eine ganze Abteilung ist nur mit seinen Sperenzchen beschäftigt und die sind völlig überfordert. Oh. Aber stellt euch vor, die würden seine diversen Taten nicht aufzeichnen. Wir wären niemals in der Lage, seinen Platz auf dem großen Rad zu ermitteln.
Das kann man nicht einfach über den Daumen peilen. Man muss es schriftlich festhalten. Genaue Listen in dreifacher Ausfertigung, gezeichnet von der Beauftragten für Zerstörung und Unordnung. Hoffentlich kommen wir da nicht hin, wenn man stirbt. Wenn du stirbst und dir in die Hölle kommst, dann musst du zu so einem Bürokraten werden. Oh. Ja. Ihr macht euch ja gar kein Bild. Erinnert ihr euch an eure kleine Begegnung mit Gau, dem Geringen? 3040 Seiten. Bei diesem Bericht habe ich allein 3 Schreiber verschlissen. Ist das vielleicht dein Computer? Die Personifikation? Vielleicht. Das wäre aber zu Meta. Überhaupt mach's erste. Ha, das ist genau der Grund, warum ich hier bin und nicht in den himmlischen Ämtern bei der Berechnung eurer neuesten Eskapaden. Wie es aussieht, war ich nicht gut genug, um mit euch Schritt zu halten. Wird das unser nächster Begleiter? Mich jetzt auf einen viel niedrigeren Posten zurück in die Handelsabteilung. Mein einziger Trost ist, dass ich da nicht länger mit euren Aktivitäten zu tun habe. Oh. Ich habe großes Glück, wenn ich je wieder auf den Posten komme, den ich hatte, bevor ihr kamt. Aber ich habe einen Plan, wie ich das vielleicht schaffen könnte. Okay. Ja, wie? Jetzt müssen wir schon Quests im Himmel erledigen. Statt euch nach einem Käufer oder Händler suchen zu lassen, wo ihr gerade seid, werde ich diese Dienstleistung direkt übernehmen. Oh. Oh, das ist cool. Also so. Nun ja. Ich will, dass ihr bei mir einkauft und mir hin und wieder Gegenstände verkauft, die ihr nicht mehr braucht. Yay! Naja. So schalte ich die anderen Händler und Ankäufer aus. Ich spare also Zeit und kann effektiver sein. Vielleicht gewinne ich damit einen Teil der Ehre zurück, die ich durch meine Degradierung verloren habe. Das klingt aber auch so ein kleines bisschen illegal. Auf jeden Fall schließe ich mich euch sozusagen an, um euch Gegenstände zum Verkauf zu bieten oder aufzukaufen, was ihr nicht braucht. Wir haben ein gutes jetzt Angebot, wie ich meine. Nee, wir haben einen Engel. Ihr befindet euch in der beneidenswerten Lage, jederzeit und überall etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und ich kann mich auf meinem neuen Posten beweisen. Vielleicht werde ich sogar befördert. Und dann darf er wieder mit unseren Sperrenzchen machen. Ah. Perfekt. Nimm ihn einfach mit. Nun nicht hinterfragen. Freut mich sehr, dass ihr das so seht. Wir haben jetzt einfach einen Taschenverkäufer. Ja. Ruft mich einfach, wie ihr eure Gefolgsleute rufen würdet und schon bin ich da. In der Zwischenzeit habe ich einen Haufen Dinge zu erledigen. Echt cool. Ja, du könntest. Ich fürchte, im Augenblick habe ich noch nicht besonders viel auf Lager, aber keine Sorge. Ich werde so schnell wie möglich neue Gegenstände erwerben. Ich sollte mal nachsehen, was ich für euch besorgen kann. Ja. Ich will sofort sehen, was der Keine Bange, ich bin nicht weit. Ruft mich einfach, wenn ihr etwas braucht. Einen schönen Tag noch. Erst war er voll stinkig auf uns und jetzt ist er unser Taschensklave. Neues Gruppenmitglied, das geht gerade echt schnell. Vor allem haben wir auch... Er ist bei den merkwürdigen Gruppenmitgliedern. Wir haben auch noch nicht unseren schwarzen Wirbelwind hier gezeigt. Unterstützung? Keine. Damit wird er für mich gerade sehr viel uninteressanter. Ja, aber er hat halt einen echt starken Doppelaxtangriff, der auch Geistern schaden kann. Okay, aber... Gut. Ja, das können sie alle. Ja, aber er war halt echt... Also, ich weiß nicht, wie er dann wirklich kämpfen wird. Aber ich hätte aber auch gern so einen... Ich glaube, mir gefällt meine neue Beschäftigung besser als meine alte. Scheiße! Ich will den, aber scheiße. Wir können auch später nochmal, aber... Warte mal. Was hat er sonst noch? Diesen Scheiß ja, egal. Also ich werd mir niemals ein Juwel kaufen. Aber erstmal bei dem Jäger. Und wir können mal hier unser Zeug verkaufen. Ja, also ich würde alles Nein, das erlaubt uns ja schon einen Stil allein. Ja, verkauf's. Ja, das ist mir jetzt scheißegal. Das ist wahrscheinlich ein einzigartiges Ding gewesen, aber... Geil. Ey, wir haben echt viel Kohle jetzt. Ja. Das hatten wir auch schon verkauft. Ja, das Rest hat man aber auch verkauft. Okay. Kann das sein, dass der schlechtere Preise hatte? Zu spät. Egal. Ich werde bei dem erstmal nichts mehr verkaufen. Okay. Weil eigentlich macht das keinen Sinn. Hey. Eben was zu verkaufen, weil... Wieso? Vielleicht gibt's noch was Cooles. Naja, von ihm kaufen ja, aber warum sollte ich von ihm was verkaufen? Da ist sie dreimal. Das sind drei. Spricht in der alten Sprache. Hat sie aber vorhin schon. Hat's bloß nicht gehört, weil das Video so kalt war. Sie sind Untergebene von ihr. Sair sunkat nukau pa ir uk.
Ja. Wofno, aknatinir, sasi ir, jawak orui. Was? Okay. Die Dämonen. Krötendämonen mit. Legendärer Stoß. Wir machen's. Versuchen wir es mal so. Wow! Heilige. Waren wir das oder waren die das? Die Füchse waren einfach so stark. Ja. Ich meine, wir waren 4 gegen 2. Okay, dann. Okay. Ich weiß bloß nie, wann die aufhören. Ja, na gut. Okay, gut. Wir sprechen mit Schatten des Waldes, die hat eher am meisten. Okay, gut. Jetzt wissen wir, gegen was wir hier drin schon mal kämpfen werden, dann. Sprechen die also alle... Speicher mal. Nicht, dass wir wieder den ganzen... Ja, ich will mit dem Karl auch nicht Händler. Mehr. Also, ich würde gerne seinen Kampfkunst noch kaufen. Ja. Weil, ich glaube, springender Tiger ist ein ziemlich fixer, also schneller Kampfkunst. Und dann... Ja. Ja. Okay. Und dann, ein Pferdedämon. Können wir uns in den verwandeln, wenn wir den jetzt endlich besiegen? Ja. Hey! Wow. Der ist voll mächtig. Und wir legen uns immer hin. Egal, was wir tun. Ja, das gehört halt zum Junkfood dazu. Ah. Außerdem solltest du, aber es ist, solange er nicht blockt, keine schweren Attacken machen. Ich mach keine schweren Attacken. Okay. Haben wir viel Erfahrung. Pferdedämon, saugut. Lass mich doch erstmal... Geht das so? Ja, das geht zumindest schon mal. Da. Da. Der Pferdedämon. 8? 7 haben wir noch nicht. Pferdedämon auf die... Hä? Abbrechen. Sekunde. Fertig. So. Neu... Neu zuweisen. 7. Pferdedämon. So. Fertig. Fertig. So, was kann denn dieser überhaupt? Hebt negative Effekte auf. Wird das Verlangsamung ist gut. Verlangsamung. Okay. Das nicht ist schlecht. Doch schon mal gar nicht so schlecht. Gegner verkriechen sich, man ist immun gegen Effekte. Ja. Also ich finde die Dämonen echt cool, die Dämonen. Ja, aber die sind halt echt teuer. Also das hat halt auch voll die Nachteile. Pferdedämon. Bitte lest und weiter geht's. Ja. Haben schon wieder viel zu viel gelabert. Yay, das war mir irgendwie klar. Fetter Ausweich-Move. Das ist echt weichen immer so stilisch aus. Notwendig, dass wir die Zeit dafür verlangsamen. Nein, das ist gut, immer so eine Portion Fokus noch drin. Scheißen Jack. Zeig uns den Pferdedämon. Zeig uns das Pferd. Du bist mächtig. Ja, bin ich. Ist halt echt krank, wie du. Boah. Aber kein. Ich solltest vielleicht dann auch wieder Begleiter wechseln. Pferdedämonen sind immun gegen. Ja, ich hab's gemerkt. Das war die falsche. Sammel lieber den Heilbobberler auf. Jetzt. Du hast ein Level ich schon up. Wieder ein Level up? Ja. Das ging schnell. Wir haben so viel EP in letzter Zeit gekriegt. So, Level up. Neue Stufe 8, tatsächlich. Okay. Ja, fertig. So. Such dir was aus. Ich denke, wir werden nicht ewig bei dem legendären Stoß bleiben. Die himmlische Welle, den Seelenfänger ist auf jeden Fall wichtig und einzigartig. Deswegen würde ich zumindest die beiden noch gerne hochkriegen wollen. Das ist aber nur der Maus 1 Angriff und du machst immer den Maus 2 Angriff, also bringt dir die Geschwindigkeit fast gar nichts.
Ja, machen wir erstmal das. Das nächste Mal kriegen wir 8 Punkte. Krötendämon oder Pferdedämon? Mach. Wir können sowieso neu zuweisen. Ja. Mach, was du meinst. Nee, das ist bloß neu zuweisen, in welche. Ja, ja. Ja, schade. Mach, was du meinst. Ja, wurscht. Ja, das ist auf jeden Fall wert. Okay. Dann passt es. Ja. Aber den Schatten des Waldes zeigen wir euch dann beim nächsten. Ja, das sieht mir so aus, als wäre da oben noch mehr. Ja, also kämpfen wir da beim nächsten Mal weiter. Das heißt, danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, seht ihr uns beim lasst uns einen Kommentar. Ein Abo oder sonst was da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ich weiß nicht, wo wir sind. Hallo! Your choice. Deine Wahl. Wahl. Woohoo! Yay! Oh, du kriegst eine Minigun.